So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da, falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Noch eine kurze Info, ich bin wie gewohnt auf meinem Zweikanal gleich live um 2.20 Uhr. Klickt oben rechts auf das i, dann kommt ihr direkt zu meinem Zweikanal. Wir haben jetzt hier noch ganz genau 5, 4, 3, 2, 1. Bitte was Neues, komm schon. Oh, okay. Gut. Wir haben was Neues. Sehr schön. Endlich mal wieder ein guter Shop, würde ich sagen. Travis Scott's Sachen werden wahrscheinlich noch so lange, wie die Challenges am Start sind. Wie lange sind die noch am Start? 2 Tage, 6 Stunden. Ja, die Skins werden wahrscheinlich noch 2 Tage im Shop bleiben. Also greift oder schlagt zu, wenn ihr das Ganze euch kaufen möchtet. Wir haben hier neue Skins, beziehungsweise einen neuen Skin. Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Hat hier auch das Shadow-Zeichen, oder? Oder, ja doch, Shadow, oder? Kann es sein? Neuer Shadow-Skin, oder? Ich würde schon sagen, dass das Shadow-Zeichen ist. Doch, safe. Also, falls ich jetzt hier falsch liege, bitte in die Kommentare reinschreiben und mich korrigieren. Wir haben hier den schwarzen Stil. Okay. Da, wo er rausgekommen ist, fand ich den nicht so nice. Aber jetzt muss ich sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist mal was ganz anderes. Ich glaube, den Charakter gibt es auch so gar nicht. Okay, dann haben wir hier noch das passende Backpack dazu, was ich eh niemals benutzen würde. Mit einer Waffe hier und mit einer Tasche. Und was das da sein darstellen soll, keine Ahnung. Ein paar Bücher und ein Laptop ist hier drin, okay. Das Ganze haben wir hier auch in schwarz. Was haben wir hier noch im Set? Die passende Hacke. Alter, die ist cool. Hat sogar... Also die Form gibt es, glaube ich, so noch gar nicht. Klar, vielleicht so ähnlich, aber nicht so direkt spitz nach unten. Auch hier in schwarz. In schwarz finde ich das sogar besser. Finde ich cool. Für 500 macht man hier echt nichts falsch. Haben wir noch irgendwas im Set? Nee. Haben wir irgendwas Seltenes? Das checken wir doch mal direkt ab. So, wir haben heute... Ich schaue gerade nach. Wir haben heute... Komm schon, bitte was Seltenes. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir was Seltenes haben. Ja, okay, so halbwegs. Wir haben hier, was haben wir hier? Diesen Kumpel, der hat sehr viele Stile. Einmal hier Schwein, einmal hier Rind, einmal hier vegetarisch und einmal Garnele. Ja, würde ich niemals spielen, ist auch Geschmackssache der Skin. Wem es gefällt, kauft euch das Ganze, wenn nicht, dann nicht. Passend Hacke ist sehr, sehr cool. Knödelkelle, sehr, sehr cool, hat auch einen chilligen Sound. Was haben wir hier noch? Die Halloween-Skins, genau. Finde ich echt nicht mehr spektakulär. Aber an sich coole Skins für 2000. Jein. Nee. Der erst recht nicht für 2000. Aber ist wie gesagt Geschmackssache. Wenn euch das Ganze gefällt, dann gönnt euch das Ganze. Flugweber, sehr, sehr cooler Gleiter. Gefällt mir immer noch. Hat auch einen coolen Sound, wenn er aufgeht. Und dann haben wir hier noch die Hacke dazu, die sogar reaktiv ist. Also ihr seht es hier, diese roten Punkte werden immer heller, wenn ihr hackt. Ja, und nochmal, genau. Haben wir sonst noch was im Set? Nee, nichts mehr. Dann haben wir hier, okay, die ist nicht schlecht. Dazu gibt es auch noch eine männliche Variante. Backpack würde ich wahrscheinlich, ich würde nur das Backpack spielen. Den Skin gab es aber schon mal in der Season 4. Ich habe aber gar keine Ahnung, wie der heißt. Dann haben wir hier Speerranger, war vor kurzem erst im Shop da gewesen. Nichts Besonderes. Billy Bones, heftiges Emote. Sehr, sehr cool. Also wir haben heute echt nichts Seltenes am Start. Das Seltenste ist, dazu komme ich gleich. So, Spektralhacke war auch vor kurzem erst da gewesen. Für 800 würde ich das Ganze nicht mehr empfehlen. Vielleicht für 500, aber den Preis werden sie eh niemals ändern. Dann haben wir hier Tagtraum. Das ist somit das Seltenste heute. Das war zuletzt vor 71 Tagen drin. Und war insgesamt 8-mal im Shop. Ist nicht so schlecht, das Emote, aber für 800 gibt es definitiv bessere Sachen. Fingerwedler kann man sich immer mal gönnen. Sieht sogar relativ lustig aus mit dem Bananenskin. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's mit dem kurzen Shop-Video.